eine Begegnung mit der Vergangenheit. Entwickelt von Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit und eure Nasty. Und wir spielen heute für euch Crash Bandicoot Insane Trilogie. Und zwar den ersten Teil der großartigen Trilogie. Die ersten drei Teile komplett gemastert und nochmal für knapp 40 Euro aufgelegt. Und ja, wir dachten, wir zeigen es euch mal. Hier habt ihr alle drei Teile. Es ist Crash Bandicoot! Na dann, Leute, fangen wir mal an. Viel, viel Spaß. Nasty Scream beginnt. Aber Dr. Cortex, wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex! Aber Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt. Schnappt ihn! Bereitet den weiblichen Beuteldachs vor. Schön aus. Leute, schaut euch das mal an. Wow. Wow, das sieht echt schön aus. Da haben die sich echt viel Mühe gegeben. Komisch mit der Steuerung. Ja, zweimal kann er noch nicht hüpfen. Nein, komm schon. Da, ich bin hier hängen geblieben. Komm, das packst du doch. Nein. Ich geb mal ab. So.
Echt jetzt? Oh, okay. Geschafft. Nein, nie alle gesammelt, aber geschafft. Oh, der Arme. So, die noch no. Eier noch. So, ich gebe mal wieder ab. Ja, da musste man hier diese Diamanten sammeln. Nee, ist das? Was ist denn da? Aber hier, das ist glaube ich automatisches Speichern. Aha. Das war doch, wenn du irgendwie bei bestimmten Sachen. Damals könntest du nur so speichern. No. Das sieht echt wunderschön aus. Das ist total krass. Direkt richtig nostalgisch. Echt wunderschön. Krass, die Dinger gibt's auch noch. Das ist echt alles noch. Ja, wenn du die jetzt sammelst, da bekommst du irgendwann Diamanten oder so. Genau. Ne? So war das. Da dort oben, da musst du erst mit Doppelhüpfen, glaube ich, hoch. Oder. Krass. Ah, ich glaube, die bekommst du auch jetzt hier. Oh, da musst du kurz hüpfen und. Ja, ja. Geil. Oh, ich mag den. Das spielt nur. Ja, wir haben nur wieder gut Leben, Mann. Das ist ja gar nicht so peinlich alles. Da bin ich kleiner, aber da haben die mich immer gebissen. Oh. Ja! Ja! Hier drum haben die gefehlt. Ja.
ist ja aber auch schon ein paar Jährchen her. Hm. 4 Kisten, komm schon. Ich gebe mal wieder aber Nasty Scream. Hui! Aber mir kommt es eine Ecke leichter vor. Vielleicht ist es jetzt aber nur, weil wir noch nie auf Level 5 oder so sind. Für mich ist es aber sehr ungewohnt, um diesen ganz großen Bildschirm ist zu sehen. Ja, aber das ist doch geil. Ja. Richtig krass. Also man kann auch mit, so wie bei der PS1 früher, auch mit halt mit dem Steuerkreuz spielen. Also echt gut. Spielt es sich auch ganz gut. Moment, nee, gibt's auch nichts. Hui! No. Okay. Das wurde nix. Ja. Bier isst mal wieder. Das macht wirklich Spaß. Das ist jetzt. Mal gucken, ob das durch das automatische Speichern jetzt so weniger frustriert. Muss man mit Steuerkreuz. Ne, ich bin echt froh, dass das nicht mehr so ist. Ich meine, das ist ja ganz gut, oder? Ja. Oh ja. Hier habe ich mich immer geärgert. Ich bin mal runtergefallen. Dann musste ich das Ding immer wieder drehen. Also der erste Teil war schon schwer. Fuck it! Das ist so frustrierend. Schon ein paar Jahre her. Man hat das ja jetzt nicht schon seit einer halben Stunde. Okay. Der Checkpoint ist das gut gemacht. Das ist, doch, das ist fair. Das wird verbunden. No. Fuck! Nee, schlimm. Wow! Wee! Wow! Oh nee, ich glaub, der Ding ist da hinten. Ja. Aus dem Latschen hören. Ich glaube, ich muss mit Steilkreuz spielen, weil ich bin dran gewohnt. Na klar! Wow! Ja, jetzt bist du dran. Verballern wir da direkt noch unser Leben. Ja, das hat man gut. Aha, was ist mit mir los? Stopp. Vorsicht, die Keule kommt. Die Keule. Mag den nie. Ei, ey. Blöder. Boah, so ein Heino, Alter, der hat mich irritiert. Das macht Spaß. Blödes. Hä, Junge? Wir haben ja einen Rand dran. Geht zu weit nach außen. Verdammt nochmal, ich hasse dich. Du hast ja auch fast wieder eine Lüge. Ja. Verdammt! Umgedreht, der macht mich wahnsinnig. Verdammt.
Stapel. Nein. Nein! Die Äpfel! Scheiß Äpfel! Lass die Äpfel in Ruhe! Ich will aber nicht durchrushen, oder? Wir wollen ein paar Äpfel. Ja, schon, aber. Äpfel! Stimmt, du unendlich Continuous. Das finde ich aber nicht. Im Jahrhundert. Oh. Ja, ich weiß es dir. Ich bin ungeduldig geworden über die Jahre. Der macht mir aggressiv. Mann, beweg dich doch nicht die ganze Zeit, ey, Kirsche! Oh! Wisst ihr, es wird ja nicht übergehen, ja? Nein. Alter. Ein Apfel, ey, geil, ja, zack. Zu oft jetzt. Egal wie ein Äpfel. Für weiter. Hey, Äpfel. Oh. Nein! So ein Scheiß. Irgendwie hinter die Wand rücken. Oh nein. Was? Nein. Ich hab ein bisschen Schiss. Nicht schlimm. Jetzt zu springen und nur den Kopf einsammeln und so. Ja. Das nicht verlassen können. Shit. Oh. Oh. Da war der Diamant. Ja. Ich glaube, wenn der Diamant ist, dann kannst du das gleich noch retten. Wow. Nee, das sind dieses mit diesen Diamanten weg. Nein, mit den Diamanten noch. Scheiße. Mach die Zähne an. Okay, da weißt du immerhin immer, dass es noch so ein Diamant-Level gibt. Das ist gut. Bei vielen kann man erst später hin. Schon zu lange her, ey. Oh ne, ah, zum Glück machst du das. Oh, zum Glück, ich mag das überhaupt nicht. Ist aber nicht das mit diesem Typen, ne? Ne, das ist mit der Kugel. Und dieser hetzenden Musik. Oh, geil. Ich mag das nicht. Oh, geil, da stehe ich drauf. Oh ja. Oh, ey. Weißt du, wie mein Herz immer gepocht hat, wie ich Angst hatte vor der Kugel. Es war mal übel schwer, mal alle Kisten zu sammeln. Aber man hat es geschafft. Und los geht's. Wie der zurückguckt, der Crash. Das sieht no. aus wie die Liebe von ihm. Ey, da. Leben. Kannst du dich so liegen lassen? Nee, die brauchen wir mittlerweile. Ja, ja, ich glaube, ich krieg's hin, wenn es läuft. Oh Gott, hab ich das berührt? Ja. Fuck! Ja. No, Stück! Ja! Wow! Ja! Du hast es jetzt alle Kisten. Nee. Aber ich glaube, hier ist einfach die Kiste drin. Oh. Wow! Egal auf die Äpfel, egal. Ich will die verwecken, egal auf die Äpfel. Wow! Fuck it, Leute, schon mal! Oh nee, muss ich das machen? Puh. Boah, ist das lange her. Ah!
So. Macht sich vielleicht wegen dem Mikro ein bisschen besser. Okay. So. Fuck it! Fuck it! Oh, nee, 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 ist selber schuld. Nee, Dummheit ist halt Dummheit, ne? Hat uns ein Leben gekostet. Das ist halt so. Ich glaube, das ist ein bisschen aus. Die Larve von dem ist okay. Animationen sind wirklich super, die Farben sind super. Ich fass es nie, ich fass es nicht. Geil. Aber echt auch bei Level-Abschluss abgeben, das ist da eigentlich übelst unfair. Wieso denn? Okay. Hab Schwein, da kommen Schwänchen heute zum Zocken. Ich falle echt in die kleinste Lücke hier rein, ey. Noch eins. Verdammte Kacke. Boah, das Wasser ist ja krass, oder? Sauften die, also sind die nicht immer ein bisschen abgesoffen, diese Rosen? So ein Stück weit? Ah, ich finde, es lässt sich auf jeden Fall deutlich besser spielen als das Original. Also, ne, okay, vielleicht jetzt nicht deutlich, aber besser. Es ist besser. Fuck it, was ist denn da passiert? Komm, komm, sehen. Also mit dem Stick komme ich gut klar, komme schon mal, also mit dem Steuerkreuz ist das echt für mich die übelste Herausforderung. So, ich habe jetzt erstmal wieder. Scheißegal, jetzt war es schon zu weit. Wow! Bin schwer gerutscht, sorry, aber hier ist Checkpoint. Vorsicht, Fisch. Ja. Fischi, Fischi. Ich finde, das kriegst du eigentlich immer ganz gut. Die Larve auch. Du musst dich ja gerade konzentrieren, aber wenn ich dann mal dran bin. Ja, die Larve ist so geil. Das Geräusch, das untermalt die hässliche Larve noch. Leben trotzdem und eine Maske. Na, wegen den Äpfeln. Wir hatten jetzt 100 Äpfel wieder. Vorsicht. Ach, das ist so berechenbar. Yeah, Bonus. Tja, du hast sauber gesammelt. Du darfst sie auch versauen. Oh, nee. Einmal drüber. 1, 2. Ja. Kannst du so durchrennen, ne? Einmal gerade durch. Echt jetzt, ist das riskiert. Ach du Scheiße. Alter, mir war voll schlecht gerade. Alles frisch gemacht. Ruhig, ruhig. Nein, ich krieg's das immer nie hin. Ich muss ja auch weiterspielen dürfen. Das ist, weil der Assi sich auch so hässlich dreht. Kisten. Schade, wir haben glaube ich gerade noch kein Level mit einem.
Aber okay, ist ja auch mit Spaß verbunden. Cool. Echt, da haben wir alle Kisten? No. Geil. Da haben wir doch diesen silbernen Diamanten. Ach so, ja, stimmt. Siehst du mal. Muss ich ihn hier abdrücken? nee. Fuck. Was hast du denn gemacht? Ach nee, wir haben ja einen automatischen Speicherstand, ne? No. Gut. Ungespeicherte Fortschritte. Ich glaube, ich habe gerade den Dings geladen. Statt gespeichert. Laden. Sorry, Leute. Ich wollte den 2% eigentlich gerade mal überschreiben. Krass, wir kommen voran. 11% immerhin. Diese hässliche Maske für das Zettler. So, mit Viereck machen wir das. So. Pabu-Pabu? Pabu-Pabu. Du machst den machen, oder? Oh, oder? Ich hab's hingekriegt. Wow, ich hab was hingekriegt. Ach, der mit dem Staub war das, ne? Dass ich den Räder da sehe. Ich glaub drauf. Nee, ich würde sagen drauf, ne? Ach, der geht noch. Der ging auch damals, aber der war trotzdem ein bisschen schwerer als jetzt gerade. Damals fand ich den Blitz. Und, aber mehr, ich hatte gerade das Gefühl, der hatte mehr Lebenspunkte oder so. Hat es damals auch die Lebenspunkte angezeigt? Ja. Bei ihm, ja? Mhm. Das automatische Speichern nimmt natürlich ganz schön viel Schwierigkeit raus erstmal. Hä? Ja, das darfst du zum Beispiel nie. Aber das geht jetzt wieder. Das ist ja nice. Dann viel Spaß, Nasty Scream testet mal Coco. Ich dachte, da kommt vielleicht mal Passwort oder so. Boah, die sieht ja cool aus. Hammer! Checkpoint.
Hast du geil gelöst. Hast du gut gelöst. Keine Wahl, müssen mitkommen. Oder gehen. Hervorragend. Das fängt schon gut an. Ärger dich nicht, ist eine Bonusrunde. Nur eine Bonusrunde. Nee, hier ist nur eine Bonusrunde. Mal zwei wieder hingekriegt. Hast du irgendwas in diesem Spiel gesammelt? Also in diesem Level? Krass. Sehr geil. Die Alte hat bestimmt ein Trauma jetzt. Eine Hirnschädelfraktur. Und eine Gehirnerschütterung. Brauchst nicht mal laufen für. Ist ja nett. Das Haus gerade ging es jetzt nie noch rein, oder? Vor dem Level gerade, wo du gerade drin warst? Das kann ich mal kurz checken, bevor du weiter rennst. Oh, war das nie irgendwas mit dem Wildschwein? Ja. Hogwild? Ah, wie er geguckt hat! Geht. Aber ich habe uns ein Stück weit gebracht. Die Augen? Von Crash die Augen? Oh, wieder kurz. Hier. Jump, so weit war ich glaube, ne? Ja, jump. Check. Ab. Oh. Aber ist nicht schlimm anscheinend. Wow! Was geht denn hier ab? Alter? Fuck it, wäre ich nie gesprungen. Erst muss man springen beim zweiten. Hä, ist da noch ein Checkpoint gerade gewesen? Check, 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 check. Und jetzt geht's wieder los, je nachdem. Was ist nervös, ja? Also ich würde sagen, wir streamen bis zum ersten Game Over, oder? What?
Willst du mich eigentlich verarschen oder so? Ding, 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 ding. Ja, sammeln wir schon ein paar Kisten, damit wir die Scheiße wieder reinkriegen hier. Ja, furchtbar. Echt? Echt jetzt? Und noch. Ja. Ah, ihr Labos. Alter, ich bin immer ganz gut mit den Kisten, ne? Es klappt echt ganz gut, so viele Kisten, aber ich verrecke tausendmal. Weißt du, am Ende ankomme, habe ich den Scheiß fast dabei. Aber häufig unter 5. Aber dafür sterbe ich auch bestimmt 5-mal. Hier, warte, ich wollte nur mal kurz was checken. Und zwar, ne, gut. Alles gut. Nehmen wir wieder die Kleine. Ja, ich mag die Richtungstasten mehr. Warum funktioniert es jetzt auf einmal und nie in meiner Kindheit so richtig? Weil die Steuerung viel besser ist. Wow. Oh nein. Oh. Es geht um Zeit in diesen Dingern. Die drehen sich wieder zurück. Bitte. Das meinte ich. Und hüpf. Hat noch mal komm schon. Der regt mich auf. Versuch du es mal. Ich krieg das immer nie so richtig hin. Ich hab da keine Geduld. Gedrückt halten. Jetzt brauchst du X nur gedrückt halten. Upsi, alleine so. Also. No. Ja, oh. Nee, nein, riskierst. Oh Gott. Jetzt riskierst nie. Ich geh wieder ab. Oh. Nein, 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 nein,
Oh. Zum Glück. Sehr lustig. Das war gleich die Rache, ne? Ja. Ich keine Geduld an. Yes. Ich mag die überhaupt nicht. Nicht schlimm. Ich die Fresse nie halten konnte. Psst. Nein! Hatschi! Haja! Was Kunde! Was kommt da? Halt deinen Glauben! Sag das nicht. Boah, ey, der geht mir so auf die Ketten. Was das sein soll. Na, danke. Ja, Mensch. Das geht doch noch mal ruhig, ne? Ich will nicht mehr den Feuer. Boom! Chunk, 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 Bonus! Bist du mal? Boah! Sobald ich so auf die Kisten dann spiele. No? No, wir brauchen nie extra X. Ich lasse ihn immer los halt. Nein, klasse. Ah ja, die Äpfel wollen einen verlocken, aber ich will nicht drauf reinfallen. Nein! Ach, das ist doch echt zum Kotzen. Oh, kann man das normal machen? Ja. Wie, willst du mich echt rollen jetzt? Ja, ich kann gerade quatschen. Nein! Oh, Mist! Da. Komm, du packst das, wir brauchen... Das ist doch echt nicht normal. Dass wir mal sterben. Hä, hey, das war aber nie immer so, oder? Nein! Viel Leben haben wir noch. Unendlich, was das angeht. Nee. Doch. Hey, wie war... Oh. Nein. Nee. Stirb mal. Nee, nee, klar, stirb mal das nicht. Guck mal. Gut.
mal. Yes. Boah, was? Jetzt sind wir wieder bei... Hä? Okay, 7. Krasse Scheiß. Ich muss eigentlich nur immer das erste Level machen und die Äpfel sammeln und hast irgendwann möglichst viele Leben. Norbam! Oh. Ich versuch's noch einmal, dann gebe ich die ab. Lass einfach die scheiß Äpfel in Ruhe, Mann. Ich will ja die Äpfel nicht. Naja, nur, warum springst du nach rechts? Ich weiß es nicht. Weil die Äpfel will. Nein. Hey, nee, ich bin ja nicht nach links gehüpft. Naja, nur, das war ja der Fehler. Du bist ja nach rechts. Nee, bin ich nicht. Zu den ich bin nach hinten. Ich bin nach links gehüpft. Ich will ja die Äpfel nie haben. Du bist nach rechts und dann so vorne gefallen. Ich bin nicht nach rechts. Kannst du streamen? Ey, ich bin nicht nach rechts gehüpft. Ist auf jeden Fall rechts runtergefallen. Ey. Jetzt wüsste ich ja gar nicht, wo die drei Äpfel sind rechts. Und ich meine nicht die zwei, sondern die drei, die höher sind. Die da. Nee, die wollte ich nicht nehmen. Ich bin immer nach links gehüpft. Ja. Weil ich nach rechts gelenkt habe, vielleicht mal irgendwo ja, aufzukommen. Ja, wahrscheinlich, ne? Oh ja, Elend. Bremst du mal ab? So wie ich bremse dann immer ab. Dann lass mal nie bremsen. Sorry Leute, aber es kann jetzt ein bisschen dauern. Spult schon mal 2 Minuten vor. Ja. Machen wir immer jeder 3 Versuche. Es waren die 3 Versuche. Ich kann heulen. Denken sich die Zuschauer, dann heul doch. Wir haben schon längst vorgespult, als wir vorhin gesagt haben, wir sollen 2 Minuten vorspulen. Was? Haben schon gemerkt. Hey, was war denn das gerade? Ey, ich könnte. Nee, ich könnte flippen. Haben doch gemerkt, dass es doch irgendwie 20 Minuten. Yes. Ah, jetzt will ich noch den Ugabuga am Arsch gelenkt. Nee. Lass den Ugabuga. Oh nein. Lass ihn doch einfach. Ist gestorben. Willst du mal sehen? Mehr. Ja. Willst du mal sehen? Ja. Nessie's Cream, kennt ihr noch ein altes Secret? Bist du nicht raus? Doch, doch. Ich muss warten. Ah! Ah, du hast es gesehen. In die Flamme musst du springen, ne? Genau, in die Flamme, genau, direkt in die Flamme. Nein, du musst mal. Achso, du kannst ja auch rüber hüpfen. Ah! Hüpf rüber! Ach.
Ja, Pschitz weggeschaut. Ja. Oh, ey. Das ist eine super Methode, mich echt zu gewinnen. Echt geil. Da willst du mehr raus. Ich glaube gar nicht mehr rauskommen. Der Gott, du. Ja, du siehst mich. Na komm, ich riskier's nie. Nein! Mensch, was hab ich denn? Ey, mitten im Hintern! Mit... Oh, halt noch. Aber ich glaube, das ist unser Fehler, weil wir uns so hetzen. Wir lassen uns keine Zeit. Ich lasse mir die Zeit. Aber ich bin besser, wenn ich hetze. Mann, lass doch mal gedrückt, du Fotze! Ey! Hey, darf ich? Es nach 10? Es ist ein Nacht-Livestream. Wer sich auf YouTube einzieht, der sollte uns mittlerweile kennen. Wir sind am Arsch, ey. Hoch, schau mal. Komm schon, bitte mach mich nicht aggro. Ich geb's doch jetzt. Ja. Nein! Stelle bringt mich gerade. Oh, dann streng mich bitte an. Da. Bitte, komm schon. Alter, ich weiß nicht. Nein, das darf man! Ach nee, komm schon. So Leute, die letzte Runde erstmal für den Livestream. Im Wald. Ja? Ja, das ist schon. Oder nein, drüber nein. Why? Mach nein. Obwohl, wir haben gespeichert. Wir können wir jetzt nochmal speichern. Das ist ja schön. Ach, naja. Naja. Was sitzen sie mal jetzt? Mit 4 Leben wieder. Nein, Labo. Nein. Okay, Leute. Also, ja, ihr habt schon gesehen, ich habe schon wieder aus Versehen geladen. Ich denke, wir können beide die Crash Bandicoot Insane Trilogie wärmstens empfehlen. Und alle Nostalgiker werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Man kann für den Preis von 39 Euro auch nichts falsch machen. Wenn euch der Livestream gefallen hat, dann klickt auch weiterhin rein unter twitch.tv/nastyscream sowie twitch.tv/deaddevil1991. Klickt auch in unseren YouTube-Channel rein, devil-tv-presents, und schaut euch mal an, was dort so bei uns abgeht. So. Jetzt können wir die Scheiße erstmal speichern, oder? Hervorragend! Okay, Leute, hier geht's auch direkt beim nächsten Mal weiter. Wir danken euch vielmals fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr seid auch dann beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Devil TV Presents Crash Bandicoot Insane Trilogie. So, Leute, das war's von uns, von eurem Pit und eure Nasty.
eurem Devil TV Team. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, reingehauen und viel Spaß beim Zocken. Peace.